Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Resident Evil 8. Ja, bevor der Duke stirbt, wollten wir hier noch reinspringen, denn er machte gerade solche tollen Geräusche wie... Naja, Dukey, vielen Dank für alles. Danke, dass du uns so leckeres Essen gekocht hast. Wir verschwupseln uns mal wieder von hier. Und guck doch lieber mal nach, ob er das wirklich getan hat. Jetzt, wo du gerade noch da bist. Ich habe jetzt extra nicht auf Fortsetzen gedrückt, sondern auf Speicherstand laden. Ja, hat er. Deswegen, ich glaube, ich mache das ab jetzt immer mit Speicherstand laden. Auf Fortsetzen lädt er, glaube ich, den letzten automatischen Spielstand. Und deswegen war das beim letzten Mal so strange, dass er das nicht gespeichert hat. Hat er gesagt. Ja, sieht geflutet aus, muss ich zugeben. Das geht echt schon ab jetzt cool. Ich habe das Gelbe gesehen und dachte mir, Mensch, da musste mal. Ja gut, hier kommt man, glaube ich, nicht mehr weg. Aber das ist cool. Also wenn man das weiß, kann man sich so, glaube ich, einiges an Problemen ersparen. Naja gut, dann wollen wir mal wieder reingehen. Wobei einiges an Problem ersparen heißt, wir haben nicht mal mehr ein ganzes Magazin Muni in der Pistole. Aber gut, mal gucken, wie vielen Gegnern wir überhaupt so noch begegnen werden. Hier kommen wir auch. Ach, ein Klo. Ja, Schatz, erstmal einen Schiss ablassen. Das ist auch wichtig. Ah, flüssige Chemikalie. Nom, nom, nom. Du hast gerade ein Achievement gekriegt, ich glaube für Klos geplündert oder so. Habe ich? Ja, gestörtes Örtchen. Öffnen Sie in einem einzigen Spieldurchlauf alle Außenklotüren im Dorf. Okay, keine Klos mehr rüber. Alle Klos gefunden. Sehr nice. Okay, dann gucken wir mal hier hoch. Und hier ist ein kleines Auto. Wie kommt denn das hier hin? Ich glaube, die Kurbel macht's nicht mehr lang. Ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Hm? Was denn? Du böses Mistvieh. Du meinst die Hühner, ne? Du böses Mistvieh. Ah, das Huhn hat rostige Reste. Junge, bleib hier. Und wieder einmal. Musste das Geflügel sterben. Das Auge des Teufels. Okay, was haben wir hier? Ein Kristallfragment, okay. Kann man mal mitnehmen, würde ich sagen. Haben wir hier irgendwie... Nee, einfach nur Geflügel eingesackt. Ich würde aber sagen, weil wir haben ja vorm Ende der letzten Folge noch einiges an Futter weggegeben. Und uns hat doch, soweit ich das im Kopf habe, nur noch zwei Geflügel gefehlt für die nächste Health Pack Erweiterung, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, ja, ja. Ja, 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 ja. Hier war das doch. Maximale Gesundheit steigt. Genau, ein Geflügel ist es sogar nur gewesen. Ich kann's kaum erwarten. Bin gleich zurück. Leckere Fleischröllchen aus Geflügel, Fisch und Wild. Etwas opulent, aber nahrhaft. Und in der Region sehr beliebt. Ein Bissen und man fühlt sich dauerhaft gestärkt. Et voilà. Bitte bedien dich. Vielen, vielen Dank. Maximale Gesundheit das erhöht. Ich auch ein weiteres Mal essen. Und damit haben wir tatsächlich alle Sachen gekocht, die unsere Gesundheit verbessern. Und wir haben hier nur noch zwei Stücke Geflügel, die wir brauchen. Also ich gehe davon aus, dass das Geflügel, was wir da jetzt noch brauchen... Wo sind wir denn jetzt gelandet? Meine Fresse. Wir sind aber jetzt ganz schön weit weggekommen. Von hier oben sind wir ja... Meine Güte. Na gut, ja, hier war ja noch das Geflügel, genau. Und ich gehe davon aus, dass das die letzten beiden Hühnchen im Spiel sein werden. Na gut. Bin gespannt auf die nächsten Zutaten. Ja, ich bin auch super gespannt auf die nächsten Zutaten. Ich speichere erstmal ab. Wir haben... Ja, gehe ich auch mal von aus. Oder Fische. Könnte sein, dass wir hier noch Fische finden. Aber gut, wir wollen erstmal hier entlängs... Und haben hier Los Corbelos. Aber da war Los Christos. Ich breche erstmal die Kurbel ab.
Siehst du? Die braucht. Echt jetzt? Ne? Ja, und jetzt brauchen wir die Kurbel von Windmühle 2. Wer hätte damit gerechnet? Das kommt ja vollkommen überraschend. Okay, da müssten wir wahrscheinlich rein. Ich guck nochmal auf die... Ja, ich hab's auch gehört. Ach, da! Direkt vor der Nase. So offensichtlich und doch so versteckt. Okay, haben wir hier drüben noch was? Ja, Pistolenmuni. Nice. Hat sich schon gelohnt. Wieder ein volles Magazin zu haben, ist schon einiges wert. Ich wollte gerade sagen, machst du die Lampe an? Aber nein, Ethan hat gerade keinen Bock auf Lampe. Wir sind da. Hallöchen. Ist hier noch irgendwelche Items für uns? Nee, es ist auch nicht eingefärbt oder so. Na fein, dann eben nicht. Dann lebe ich halt damit. Da ist es. Ein Moment, Freunde. So, bin wieder da. Ganz schön dunkel im Gesicht. Geht doch. Ist doch alles gut hier. So, kann ich das höchstens noch machen. So. Wo kamen wir her? Da kamen wir her. Und das heißt, wir müssen jetzt hier rüber. Okay. Noch ist alles gut. Pistolenmuni. Ich frag mich, warum. Das ist schon wieder sehr praktisch, dass wieder genau das runterkommt, was man braucht. I don't wanna. Hab ich doch gesagt. Kriegst du nicht zu futtern. Ah. Hi, Fischi. Das ist total lecker. Ja, ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, normalerweise hätte das Ding hier jetzt noch gestanden, was wir hier jetzt schon rein verfrachtet haben. Dafür hätte man sich da draufstellen können, rein theoretisch, um die gelben Sachen wegzuschießen. Wir haben das jetzt schon von da hinten gemacht. War das da hinten? Ja, ne? Nee. Ach, von da hinten, genau. Nee, da haben wir gestanden. Ja. Genau. Naja, jedenfalls haben wir es uns ein bisschen einfacher gemacht. Und ich muss sagen, ich finde das nicht unbedingt schlecht. So, Pistolenmuni nehmen wir uns mit. Da drüben... Was ist das? Könnte alles sein. Haben wir hier irgendwas? Ich fühle mich so sicher bei diesen festen Bauten. Achso, einfach zum Wegschieben. Gut, weg damit. Mach's gut. Naja, Hauptsache weg. Würde ich meinen. Was haben wir hier? Widerlich. Lecker, lecker, lecker. Nom, 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 nom. Ah. Interesting. Kommen wir denn jetzt da... Nee, ne? Nee. Natürlich kommen wir da nicht wieder hoch. Na gut. Hi, Fischi. Okay. Hier immer hoch. Gut, gut. Okay, Magnum-Munition. Das nehme ich sehr gerne mit. Das ist orange. So, wie sieht's hier aus? Blau, orange, weiß. Okay. Dann machen wir das genauso, wie es hier ist. Blau, orange und weiß. Ja, sehr schön. So, Fischi, wo bleibst du? Wo bist du? Ich will dir jetzt nicht rübergehen, wenn ich nicht weiß, wo du bist. So, ja, geh du runter. Trieren wir Fischi jetzt? Nee, ne? Fischi hält sich für was Besseres. Ach, Fischi hüpft da vorne nur.
Fischi ist ganz entspannt. Naja, Fischi ist ganz, ist einer von der ganz entspannten Sorte. Ja, du bist super. Ich bin der Beste. Nein? Okay. Natürlich. Ich glaube, Mutter interessiert sich nicht für dich. Er ist so widerlich. Und das macht ihn so cool. Widerlich zu sein hat auch schon seine Vorteile. Ist auf jeden Fall... Moin! Ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, das will ich aber hoffen. Du komischer Kauz. Ja. 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 Na gut. Dann hier mal. Ah, da sind auch seine ekelhaften Kotzflecken drauf. Dieser widerliche Drecksack. Ja, hier einmal. Man kann sagen, was man will, aber du bist ein widerlicher Drecksack. Ich bin ja so froh, dass hier nicht wenigstens noch irgendwelche Gegner rumrennen. Das zusätzlich fände ich ein bisschen nervig. Das ist so schon anstrengend genug. Wobei tatsächlich geht es. Wenn man weiß, dass man sicher ist auf den nicht wabbelnden Flecken, dann ist eigentlich alles recht chillig. Dass alles wackelt, ist ein bisschen nervig, aber ansonsten. Wow, was für ein Fang! Toll, ein Haus! Supi! Ich muss hier weg! Okay. Dann gehen wir. Da. Ach ja, einer hat noch gefehlt. Und jetzt frisst er mich, weil ich dachte, ich krieg das nicht kaputt, ja? Oh, es ist eigentlich recht chillig. Ich hätte die Schnauze nicht so voll haben sollen. Ja, es ist in Ordnung, Ethan. Ist in Ordnung. So. Wisst ihr, alle Dinger macht man kaputt, indem man 6-mal draufschlägt. Und bei dem braucht man 9? Ethan ist gehüpft. Ja, Fischi, ist gut. Ah. Oh, hat sogar geklappt. Ich dachte, ich muss schießen. Ja. 9 Stück. Wer soll denn damit rechnen, dass das das Einzige ist, was eine größere Anzahl braucht? Also, ich hab's nicht erwartet. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, dass ich damit nicht gerechnet habe. Ist ja gut. Bernd der Goldfisch, ey. Nerviges Stück. Nerviges Stück Goldfisch. Ja, nerviges Stück Goldfisch. So, gib mir die Kurbel. Was haben wir jetzt hier? So kann man hier nicht hochklettern. Hä? Also, ich habe die Kurbel jetzt genommen, damit ich sie dann hier wieder reinstecken muss? Was ist denn? Kurbel, da. Ja, tatsächlich. Ach, ich muss das nicht verstehen, oder? Na gut, damit haben wir das Ding jetzt zugemacht. Aber ja, jetzt kommen wir hier am Flügel der Windmühle nach oben. Auch sicherlich überhaupt nicht gefährlich, wenn dieser dämliche Goldfisch die ganze Zeit unten gegen rumst. So, Geronimo. Hui! Das war knapp. Ja, Ethan jetzt ohne Füße. So. Einmal, dass sie auch rumkurbeln. Soundtechnisch gleich viel entspannter. Ja, es ist, ich finde es auch sehr angenehm. Ich finde es sehr, sehr angenehm. Okay,
So, Strom ist da. Würde ich mal sagen. Strom ist da. Ich meine, wir haben das zwar gedreht, aber hier drin gibt es trotzdem nichts Neues für uns. Gut, gut. Dann wollen wir mal wieder rein. Und wollen den Staudamm öffnen. Ich dachte gerade, ich hätte komische Sachen gehört. So. Da haben wir das. Und ich verstehe nicht, warum Ethan das ganze Ding nicht... Kann man das nicht? So. Und legt das auch wieder normal hin? Natürlich nicht. So. Dann denken wir halt ein bisschen gedreht, ne? Und jetzt haben gerade die Texturen nachgeladen. Die rechte Seite ist in Ordnung. Da brauchen wir Weiß. Da brauchen wir das. Das ist auch in Ordnung. Da muss es blau werden. Hier brauchen wir Orange. Da bleibt es weiß. Und das machen wir blau. Warum ist nicht einfach... Naja, gut. Entschuldigung. Mach's gut, Fischi. Geschafft. Einen Weg rausfinden. Das sieht so cool aus. Man kann hier tatsächlich beobachten, wie das Wasser sinkt. Das ist ein cooles Detail. Das ist ein sehr cooles Detail. Okay. Mein Freund, der Duke. Ich speichere mal eben. Lass die armen LKWs da draußen in Ruhe, Schatz. Die haben dir nichts getan. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, warum LKWs hier nicht leise langfahren können. Ekelhaft. Sehr ekelhaft. Mein kostbares Wasser. Ich habe extra Volvic in den Teich gelassen. Ne, wie heißt das? Evian? Ach, Fisch. Für den Duke. Ethan, warum nimmst du den nicht mit? Warum musst du unbedingt lebendigen Fisch klatschen? Der ist doch nur tot, weil wir gerade das Wasser abgelassen. Ah ja, gut. Der wird wahrscheinlich schon vorher tot gewesen sein. Das würde er sich jetzt bewegen. So lange ist das Wasser noch nicht weg. Außer natürlich Moreau ist aus Versehen draufgetreten. Ich glaube, dann würde er anders aussehen. Ja, auch gut möglich. Hier war noch was zum Öffnen. 1. Oktober, ein sonniger Tag. Mutter Miranda hat mir 5 Leute aus dem Dorf gebracht, wie ich sie gebeten hatte. Ich habe sie mit einer Flüssigkeit einschlafen lassen und ihnen dann das Kadu in ihre Bäuche getan. Ich freue mich schon darauf, wie es in ihnen heranwächst. 2. Oktober, ein wolkiger Tag. 4 von den Leuten aus dem Dorf waren heute Morgen tot. Einer ist fast ein Lykan. Ich habe ihn in mein Labor in die Berge ich habe ihn in mein Labor in den Bergen geschickt. Der Satz ergibt Sinn, aber in meinem Kopf war ja gerade komisch. Ich habe schon wieder versagt. Mutter will starke Höhlen, aber ich krieg keine hin. Ich brauche mehr Leute aus dem Dorf. Okay. Was haben wir hier? Oh, ein erweitertes Magazin für unser Pistölchen. Dann wollen wir das doch gleich mal dran packen. Hahaha, 17 Schuss haben wir jetzt. Wie das absteht. Also es sieht echt scheiße aus, aber es ist praktisch, 17 Schuss zu haben. Der Moment, wenn es speichert. Kein gutes Zeichen. Ja, ich hole uns hier mal ein bisschen Stuff. Moreau! Ah, da bist du! I'm running away. No, Explosiver. Wo bist du?
Hoppala. Du Bastard. Vielleicht bin ich ein Bastard. Ich kenne Ethans Eltern nicht persönlich. Nebenbei ein bisschen looten. Hat noch niemandem geschadet. Was machst du denn jetzt? Was war das denn gerade? Ja, ich glaube auch. Es regnet, die Erde wird nass. Ich stehe schon unter, weil ich den Kampf schon kenne. So geht das nicht doch. So oder so ähnlich. Oh, ich habe ihn in seinen Mund geschossen. Oh, scheiße. Komische Geräusche gemacht. Ja, komische Geräusche darf er machen. Hallo. Was ist mit ihm? Danke. Ja, ja. Hey! Oh, zwei Finger sind verschwunden. Ich gebe ja mein Bestes. Sag mal, haben wir hier noch irgendwo Explosive? Kumpel. Das hat ja auch keiner behauptet, aber du hast anscheinend einen Jetski. Ach, wisst ihr was? Ich ärgere dich doch gar nicht. Du ärgerst mich doch hier. Ich wollte gerade sagen, du setzt dich doch gleich wieder irgendwo drauf, oder? So. Yes. Miroslav. Ah, fuck. Falsche Waffe gezogen. Ah, die Pistole hätte mir auch schon gereicht, aber auf jeden Fall nicht das Messer. Stört dich das, wenn ich dir dann den Bauch ballere? Ich glaube auch nicht. Naja. Der, er klingt immer ein bisschen wie der Demogorgon, finde ich. Ja. Hallo. Nee, nee. Aua. Was ist das? Nee, immer noch nicht. Er legt sich nochmal hin. Nee, ich finde das auch unfair von dir, dass du immer noch nicht tot bist. Ja, ich höre doch zu. Bin doch vor. Bin doch immer nett. Hammer, wie lange willst du denn noch leben? Fischkopf, willst du ewig leben? Habe ich denn noch was? Nee, ne? Nee, ich habe kein einziges Sprengzeug mehr.
Ah ja, da kommt wieder Speedboot. Au, Speedboot Moro. Ein Schuss. Ein Schuss. Nein. Nein, Kollege. Nein, du explodierst jetzt nicht. Er tut's doch. Kristalliner Moro. Im wahrsten Sinne eine Ekelpaket. Eindeutig. Eindeutig. Ernsthaft? Ein Schuss? Einer? Husa. Entspannung pur. So, hier habe ich noch Pistolenmuni. Erste-Hilfe-Arznei. Ach, guck mal, die kann ich gleich nehmen. Ich glaube auch, hätte er dich noch einmal erwischt, wärst du am Arsch gewesen. Ich weiß nicht, ich war ja erst leicht orange. Hier haben wir alles gelootet. Bei dem Unterstand haben wir alles gelootet. Das ist derselbe zweite Unterstand. Bei dem habe ich im Eifer des Gefechts auch nichts übersehen. Also davon abgesehen, dass ich unser ganzes Explosiver verbraucht habe, weil das für mich aber auch die sinnvollste Variante schien, ihn da einfach direkt in die Minen laufen zu lassen. Lief der Kampf doch recht gut. Ja, er hat uns zweimal angekotzt. Kann passieren. Ich bin auch kein Freund von uns ankotzen zu lassen, aber... gibt auf jeden Fall Schlimmeres, würde ich sagen. Hab mich schon mal schlechter angestellt. Wie in der letzten Folge mit den Werwölfen, die auf einmal kamen, als ich den Bootsschlüssel eingesammelt habe, beispielsweise. So. Ah, hier sind wir. Wo Moro das gute neue Bild-TV geguckt hat. Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Niemand mag mich, deswegen habe ich gedacht, sie würde mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen haben. Wenn nicht alle da sind, kann die Zeremonie nicht stattfinden. Mutter scheint das aber nicht zu kümmern. Mutter hat gesagt, Rose ist eine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ihr wahres Kind zurück. Auch wenn sie schon ganz lange tot ist. Aber wenn Mutter das tut, dann was passiert dann mit mir? Ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein, das will ich nicht. Nein, 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 hältst dich besser als erwartet. No, Heisenberg TV. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die vier Flakons hast? Ich pack sie in die Ritualstätte beim Duke. Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung, etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Okay, das kriegen wir hin. Was für ein Wichser. Ja, irgendwie schon. Ach, was weiß ich. Und du bist das Kadu. Hallöchen. Kadu, Kadu, Kadu. Und das hat er den Leuten eingepflanzt. Ja, ist doch lecker. So, und hier standen wir und haben uns das... ich wollte gerade Zäpfchen sagen. Ich habe wahrscheinlich an das Ding hier gedacht. Haben uns den Flakon geholt. Und warum werde ich jetzt hier... ah ja, gut. Gucken wir nachher. Ist tatsächlich nicht unwichtig, aber nicht für jetzt. So. Einmal aufschließen. Na, jetzt mach schon auf.
So, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist natürlich, wie kommen wir an dieses Ding? Wir sind jetzt hier wieder direkt am Anfang. Ja, das war ja auch recht am Anfang, ne? Na, das war eigentlich, wenn man aus der Höhle rausging. Warum gehe ich denn jetzt nach oben? Ja, das frage ich mich auch gerade. Weil ich irgendwie dachte, wir gehen jetzt hier zum Anfang und dann gehen wir hier rechts runter und können es da einsammeln. Nein, das war doch unten. Ja, ich weiß. Aber mein Kopf weiß das irgendwie gerade nicht. War doch überall Wasser. Schatzi, ruhig bleiben. Jetzt kann ich eh nichts mehr dran ändern. Sag mal, das ging doch nicht so lang runter. Können wir die Treppe nehmen? Ich glaube wirklich, er geht ewig weit. Nee, wir sind da. Nichts passiert. Stronghold? Moreau, ich wollte gerade schon sagen. Ich wollte gerade schon sagen, bitte lass uns wieder unten sein. Jetzt, wir sind nochmal hier. Okay. Da vorne ist der Ausgang. Dann gucke ich aber lieber mal, ob ich die Dinger hier dann schon aufgesammelt habe. Gut, dass ich geschaut habe. Okay. Dann machen wir das halt nochmal schnell. Ist ja nicht allzu schlimm. So, das schnappen wir uns. Dann gucken wir gleich wieder Heisenberg TV, aber das Ganze können wir jetzt zum Glück überspringen. So, einmal Büchlein lesen. So, nein, 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 nein. Einmal das Kadu angucken. Schlüssel einsammeln. Flop, dranpappen. Flop. Heisenberg TV. Und überspringen. So. Okay, dann hier nochmal aufschließen. Irgendwas krabbelt mich am Arm. Lizzie war es ausnahmsweise mal nicht. Okay. Ja, hier müssen wir raus wieder. Warum bin ich denn gerade nach oben gefahren? Ich Depp. Hier müssen wir raus, dann hier rechts runter und da war das Boot und das Ding. So, und jetzt ist hier kein Wasser mehr, also können wir jetzt hier hin. Aber wo ist der Schatz? Hello? Blendgeschosse. Auch nicht schlecht. Da ist der Schatz. Wie ist der da hingekommen? Engelsstatue aus Silber. Ich glaube, ich weiß, was hier blubbt. Seh dich schon. Du altes Mistvieh. Ich glaube, es ist nur noch eins. So, den schnappen wir uns. Komm her. Ah, der ist auch down. Haben wir die? Yes, die haben wir. Die sind durchgestrichen. Den Schatz haben wir auch. Das war nicht der Schatz. Das war einfach nur Bonus. Dann ist, sollte man sich da nochmal umschauen, glaube ich. Hey, das ist ja nicht hier. Guck, wo der Schatz ist und wo wir sind. Ich weiß nicht. Weil das sieht ja so aus, als würde das da irgendwie zugehört. Ich glaube, das ist wirklich hier hoch. Moreaus versteckte. Ich glaube, ich weiß, was das für eine Waffe ist. Wenn das wirklich Moreaus versteckt. Wenn das wirklich Moreaus versteckte Waffe ist, dann ist es, glaube ich, die Wolfsbane. Meinst du nicht? Dass das hier einfach nur komplett optional ist und nicht mal was mit den Schätzen zu tun hat, obwohl das so eine offensichtliche Schatzkiste ist. Möglich, möglich. Aber gut. Die Fische haben wir.
Hier ist auch alles blau und selbst wenn, könnten wir daran, glaube ich, nichts mehr ändern. Das Geflügel haben wir auch. Ja, es fehlt halt wirklich nur das, aber da kommen wir scheinbar hier so noch hin. Und das hat sich jetzt auch in blau verfärbt, nachdem wir den Schlüssel aufgesammelt haben. Das ist gut. Ja, dann nehmen wir jetzt doch einmal nochmal schnell den endlos langen Aufzug. So. Und Leute, wie geht's euch so? Na, habt ihr heute schon was Tolles gemacht? Fahrstuhlfahren ist doch immer was Feines. Ich frage mich, warum solche Bergwerke oder was das hier auch immer sein soll, hier unten am Stausee, warum da in den Fahrstühlen eigentlich nie irgendwelche Fahrstuhlmusik spielt. Ja, kann ich nicht nachvollziehen, aber... Wir sind da. Vielen Dank. Bitte sehr. Kam mir auch schon viel schneller vor, wenn ich ganz ehrlich bin. Mir auch. Na gut, Friendos. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier einmal bei der Mühle sind, wo wir reingekommen sind. Mühle, genau. Nutzen wir die Gelegenheit doch gleich mal, speichern das Ganze und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und dann mal schauen, ob wir schon zur Festung kommen, aber wir wollen uns natürlich erstmal hier umschauen, ne? Wir haben ja jetzt vor allem auch die neue Kurbel und da können wir einiges noch rumkurbeln, wenn ihr das noch im Kopf habt, aber werden wir alles beim nächsten oder beim übernächsten Mal sehen. Auf jeden Fall vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao!